Der drittletzte Spieltag führt unsere himmelblaue Mannschaft zum Tabellennachbarn Germania Halberstadt. Unter der Woche wurde ja Jörg Goslar freigestellt. An seiner Stelle betreut Alex Arsovic unsere Mannschaft interimsweise bis zum Saisonende und hat die Mannschaft nun erstmals auf einen Gegner vorbereitet. Und er mahnt auch, dass das trotz des klaren 4:0-Erfolgs im Hinspiel heute alles andere als eine leichte Aufgabe wird. Hinein ins Spiel, unsere heute ganz in Rot spielende Mannschaft hat dann zwar nach der Flanke von Marco Schikora die erste Chance des Spiels durch Daniel Kaiser, sollte sich ansonsten aber in der ersten Halbzeit schwer tun. So übernehmen alsbald die Gastgeber die Kontrolle über das Spielgeschehen. Der Ball kommt zu Paul Grzega, der bringt das Ding herein, flaudert mit der Fußabwehr und dann muss er nochmal zupacken beim Schuss von Alexander Schmidt. Unsere Nummer 1 besteht aber beide Bewährungsproben und verhindert so einen Gegentreffer. Und Halberstadt sollte gefährlich bleiben. Nach dem Ballgewinn geht es richtig schnell. Das Ding in die Spitze kommt auf Nico Hübner. Der kann nicht gestoppt werden, verfehlt mit seinem Abschluss. Aber das Tor ganz knapp. Unsere Abwehr zählt zu den besten Defensivreihen der Liga. Trotzdem sieht Stefan Flauder mehr Angriffe auf sich zukommen, wie ihm lieb ist. Mit der Bogenlampe hat er dann aber rein gar kein Problem. So bleibt es torlos zur Halbzeitpause. Und mit Beginn der zweiten Halbzeit schickt Alex Arsovic dann auch die Spieler auf der Bank zum Warmlaufen. Denn die Germania erwischt zu Beginn der zweiten Hälfte den besseren Start in das Spiel und ist im Angriff. Stefan Korsch bekommt von Dennis Blaser den Ball zurück und dann ist es auch passiert. Unser FC Viktoria gerät hier in Rückstand. Für Stefan Korsch ist es das dritte Saisontor. Nach dem Doppelpass ist er da frei vor Flauder aufgetaucht und hat sich die Chance nicht entgehen lassen. Alex Arsovic reagiert dann und bringt für Timo Geiret und Timo Gebhardt mit Aiku Zoyak und Boris Haas zwei neue Kräfte auf den Rasen. Und das Spiel wird dann auch langsam besser. Und nach dem langen Ball hat dann Raphael Brandt eine Chance, trifft den Ball aber nicht richtig. So hat der Keeper hier keine Probleme. Es läuft die 78. Spielminute, als unsere himmelblauen Jungs diese Ecke haben. Aiku Zoyak bringt das Ding herein und da hält Hoffmann den Kopf hin. Der Torhüter ist dran und der Ball springt dann raus. Aber gerade im Nachschuss von Markus Hoffmann ertönt der Pfiff. Der Ball hatte die Linie schon überquert. Das Tor, es zählt. Unsere Mannschaft schafft den Ausgleich. Schon letzte Woche war unser Abwehrrecke mit dem Kopf erfolgreich. Nun gleich wieder. Nach dem Tor findet dann unser Team den Rhythmus von vergangene Woche beim 4:0 Heimerfolg, auch wenn dieser Freistoß von Zoyak noch in den Armen von Till Brinkmann landet. Es laufen dann schon die letzten Minuten, nochmal greift unsere himmelblaue Mannschaft hier an. McMurdy, Hüter geht ins Dribbling und wird auf der 16er Linie gefoult. Daniel Kaiser kommt dann zwar zum Schuss, der Ball geht aber weit am Tor vorbei. Das hätte doch auch noch einen Elfmeter geben können. Dafür hätte aber wohl nicht weitergespielt werden dürfen. So bleibt es am Ende beim Unentschieden. Zu spät hat unsere Mannschaft hier richtig ins Spiel gefunden. Und so muss man sich heute mit diesem einen Punkt begnügen. Zum letzten Heimspiel der Saison ist nun nächsten Sonntag am Muttertag der Tabellenführer aus Chemnitz zu Gast im Stadion Lichterfelde. Hier kommen noch die Stimmen zum Spiel. Ich muss sagen, wir sind nicht gut reingekommen. Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Da können wir schon mit 0-0 zufrieden sein. Haben das, was im Fußball die grundlegenden Tugenden sind, alles vermissen lassen. Haben uns dann was für die zweite Halbzeit vorgenommen. Wurde irgendwie nicht besser. Dann auch verdient das 1-0 für Halberstadt. Und dann guten Standard, da sind wir immer gefährlich, machen noch ein Tor. Und dann so die letzten 15, 20 Minuten, die waren dann okay. Die waren dann wirklich so, wo man sagt, damit kann man leben, aber den Rest muss natürlich gesprochen werden. Dann ja, kommen wir eigentlich gut auch in die zweite Halbzeit, machen das verdiente 1-0 aus unserer Sicht. Ja, und dann laden wir die Viktoria einfach durch einen individuellen Fehler, ohne Gegnerdruck, den Ball ins Auszuspielen, zu einer Ecke ein. Die Ecke können wir nicht verteidigen und dann ja, kommt ein wuchtiger Kopfball und
ich denke, dann ist es auch irgendwo hinten raus verdient, dass das Spiel 1-1 ausgeht. Ja, also die Vorzeichen, die waren eigentlich positiv, ne? Also wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft gehabt, wir haben uns gut vorbereitet, eine sehr gute Trainingswoche an sich gehabt, auch wenn man die ganzen Problematiken in Betracht zieht. Wie gesagt, die Anzeichen waren recht positiv. Dann beginnt dieses Spiel und die Mannschaft ist einfach nicht wiederzuerkennen. Ne? Also ganz, ganz schwache Einstellung, gar kein Zugriff zum Spiel, die Bereitschaft teilweise auch gefehlt. Und dementsprechend sind wir eigentlich nur glücklich, dass wir da mit 0-0 in die Kabine gehen. Und für mich ganz klar benachteiligt durch den Elfmeter. Das war ein klipp und klarer Elfmeter, den muss er geben. Aber gut, ja, so ist der Fußball. Und heute können wir mit dem Punkt eigentlich zufrieden sein.